herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 mit Reality auf der Grünfelder Land. Servus, da bist du ja wieder. Moin. Da sind sie ja wieder. Der Manitou ist jetzt fertig. Super. Ich habe extra so einen angerufen. Der war so schnell da, das glaubst du nicht. Ich habe halt noch Kontaktdaten, einen Maschinenring, einen Maschinenhändler, wo man schnell liefern kann, wo man die wirklich schnell benötigt. Aber jetzt läuft er wieder anbahnfrei. Es läuft auch ein bisschen schneller. Und ja. Waschen habe ich ihn. Alles tippitoppi. Eigentlich darf man das nicht tun unter einer Palettengabel. Sicherheitsvorschriften zählen bei mir nicht. So verdiene ich kein Geld. Ja, haben sie gut gemacht, Alles geschmiert, alles neu eingefettet. Dass es wirklich nichts quietscht, oder? Gut. Gut, und jetzt ist ihnen schon wieder langweilig, oder wie? Haben sie eigentlich noch Telefonnummern von anderen Bewohnern? Ja, irgendwo, aber nicht hier, die sind zu Hause im Büro. Ah, okay. Wollen sie denn noch ein bisschen arbeiten? Ich hätte schon Lust, mehr zu tun. Ja, dann nehmen Sie doch mal gefällt es mir bis jetzt eigentlich sehr gut bei Ihnen. Das freut mich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte schon ein paar Mitarbeiter. Aber die haben alle nach kurzem das Handtuch geworfen. Okay. Soll ich den Traktor auch mal durchchecken und das? Nee, der ist noch okay. Der nicht Ihnen. Fahren Sie mit dem Manitou mir mal hinterher. Okay. Will sie wirklich so fahren? Hä? Wenn sie wirklich so fahren? Na. Würde ich auch lieber ihnen anraten. Zur Holzkohleproduktion laden dann noch die Paletten auf. Und dann muss der Anhänger eigentlich so viel Kohle bringen, das gibt's gar nicht. Da könnte ich mir wahrscheinlich einen neuen Traktor kaufen. So, ich stelle den mal hier. Kann ich mir nicht vielleicht erstmal die Holzkohle-Hackschnitzel nachfüllen? Oha, was haben Sie da für einen Anhänger? Ein Anderburger, sehr praktisch. Oha, das ist ein Gerät mal. Ja, bist du deppert. Der ist richtig praktisch hierfür. Ja, das verstehe ich. Ja. Ah, die Paletten? Ja, die müssen noch auf den Anhänger. Okay. Warum will denn der nicht? All diesen ja praktisch geladen. Oha, scheiße. Ah.
Muss die Spanngürtel wegtun. Ich stelle Ihnen die Paletten mal hier hin. Dann können Sie da. Aber schmeißen Was? Sie die nicht drüber. Nö. Wohin? Wohin muss ich die tun? Ja, auf den Anhänger. Ach so. Oh Mann! Hat's mir die Palette runtergeschmissen. Jetzt zweiter Runde, dann geht's schon wieder schneller. Auch gleiche Stelle wieder. Die sind nicht so schwer wie die, um dann noch mehr Paletten. Ja, ich hab noch ein paar. Hoffen wir, dass alle oben bleiben. Und hoffentlich ist der Polizist nicht da. Na, der verirrt sich normal hier unten nicht. Kommt selten hier runter. Ah, ist eh noch eine drinnen. Ich habe noch ein paar eingelagert. Ach du Heilige. Das wird eine Portion zum Laden. Ich hab eine Portion Geld. Ja, das auch. Oh oh, deine ist runtergefallen hinten. Meine? Ja. Alter, schon wieder dunkel. Sogar noch zwei.
Meine. Oh, es sind zwei Runde gefallen. Ich würde jetzt sagen, dass du nachher gleich mit der Ladung mal irgendwo hinfährst, wo du das abladen kannst und dann, ja, dann wieder hoch. Festmachen immer. Was ist? Spanngurte festmachen. Ja. Einmal. Wie viel kriegen wir denn noch drauf? Schwierig. Zwei. Ich will zuerst mal die ganzen Spangen, jetzt. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eine oder zwei kriege ich auf jeden Fall. Zwei raus. Eine Palette steht wieder. Zweite Palette auch. So schnell. Aber noch nicht auf dem Anhänger. Ach so. Stimmt das nicht. So schnell bin ich noch nicht. Mir geht. Boah. Alter, das ist so. Ich muss die ganzen Spanngürtel zuerst weg und damit ich nicht. Es geht nicht weiter, nein. Ja, dann. Voll. Ja, weil die obere, die hier geklemmt. Guck mal, ob ein bisschen nach links. Da. Oh! Ja, warte. Häng mal den Trecker vorne dran, nicht, dass uns der Anhänger umkippt. Also das wäre noch ein Chaos. Wenn uns der Anhänger umkippt. Alter. Dann lass mich mal in den Telelader rein. Na, gucken wir mal, ob sich die Arbeit hier bezahlt macht. Aber, was sagst du dazu, dass ich da, oh, so exakt. Ah, ja. Für irgendwas muss Erfahrung ja gut sein, ne? Und wenn ich hoch. So, jetzt bloß noch aufpassen. Ja, voll rein. Mach mal den hintersten Spanngurt locker. Den hintersten? Den links von so. Links, andere Seite. Ja. Warte. Zurück. Keine Lust hier. Arbeitsunfall kostet nur Geld. Ja, und jetzt ab. Ja, ab geht nicht. Oh nee, ey. Weil auch die Palette. Oh, jetzt. Ich muss noch schnell raus.
dann noch ein bisschen mit der Gabel reinschieben dann am Ende. Ja, ich, weil von der Seite, wo ich gerade bin, sieht es gut aus. Ja, sehr gut. Liegen auf dem Boden. Oh nee, ey. Aber. Ah, es stehen eh welche. Stehen eh. Oh. Ja, das ist halt das Leid mit den Paletten, ne? Was? Das ist so ein bisschen das Leid mit den Paletten. So, ob die ganze Chose hier gut ausgeht, seht ihr morgen. Schreibt gerne morgen wieder rein. Ich probiere jetzt mal quer zu bleiben. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.